Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück Viel Geschichte bei geschrieben. Guild Wars 2. Jawohl. Zusammen mit der Zoe. Hi. Beziehungsweise Zoe. Zoe. Ja, wir haben die Hauptstory beendet. Seitan ist geschlachtet. Und ja, normalerweise ging es jetzt weiter mit einem Live-Event, was man aber nicht mehr spielen kann, weil es halt ein Live-Event war. 2013 bis 14. Ich habe es auch nicht gespielt. Hatte ich nicht mehr. Also ich habe bei Release gespielt. Bis Ende 2012, glaube ich. Dann hatte ich aufgehört und das Event war halt 2013 bis 14. Und hatte dann, glaube ich, 2015 mal wieder reingeguckt. Also ja, genau verpasst das Event. Ja. Aber wer die letzte Folge gesehen hat, habe ich ja vorgelesen. Man kann das. Wurde hier halt zusammengefasst. Unser Magistra Ela Magai. Und da schauen wir jetzt mal rein, was da so passiert ist. Genau. Bin froh, dass ihr hier seid. Wir haben einen erstaunlichen Durchbruch geschafft. Was denn? Ist es uns gelungen, den Magnetstein, den ihr mir gebracht habt? Nein? Was ist jetzt los? Scarlet Huch. Dornstrauch, wo soll Okay. ich anfangen? Ich hab die angeklickt. Warum sie ihre Schreckensherrschaft antrat? Einige meinen, sie hat die Struktur des Universums gesehen und ist wahnsinnig geworden. Ihre Angriffe begannen im Nordosten und breiteten sich aus. Sie schmiedete brüchige Bündnisse und steuerte ihre Untergebenen durch Täuschung und Gewalt. Sie nutzte ihre Technologie, um die Ströme magischer Energie der Leylinien zu untersuchen. Jeder Angriff hatte einen Zweck. In ganz Tyria sammelte sie Informationen, die im Angriff auf Löwenstein genutzt wurden. Ich erinnere mich, das war ein Riesenevent. Als alle Hoffnung verloren schien, traten die Helden Tyrias mit neuen Verbündeten auf den Plan. Braehm Erson aus Klippheim. Rox Whetstone, Gladium. Kashmir Maid, Mesmerin. Marjorie Delacroix, Detektivin. Und Taimi, Wunderkind aus Ratasum. Geführt vom Kommandeur des Pakts, setzten sie allem ein Ende. Doch obwohl sie die Stadt in der Schlacht um Löwenstein zurückeroberten, mussten sie später erkennen, dass Scarlet ihre Mission selbst im Tod erfüllt hatte. Scarlets Maschine traf auf die Leylinie weit unter dem Sanktumhafen, leitete ihre Magie tief in den Maguma-Dschungel, änderte so den Lauf der Geschichte. Dammit. Okay. Ach, das war hier. Man kann doch hier Sachen zu der bringen. Ach, okay. Das war das. Deswegen ging das bei mir nicht direkt los. Weil ich noch so ein Ding hatte zum Abgeben hier. Was bringen die denn hier? Staffel 1. Haben wir abgeschlossen jetzt Staffel 1? Ja, ne? Zeigt dir das Erscheinen von Leylinien-Anomalien an? Okay. Im Posteingang nachgucken. Soll ich vorlesen oder möchtest du? Erstmal hier Belohnung annehmen. Ja, bei mir ist mal wieder nichts. Eine Aber ich Belohnung muss. habe ich nicht gekriegt. Aber ich muss sie wahrscheinlich nochmal ansprechen. Scarlet Dawn. Ja, genau, dann kommt das nochmal. Überspringen. Okay, Überspringen. jetzt habe ich es auch. Warte mal, hallo Lucifer, ich bin dabei, Scarlets Krieg für die Abteilung zu dokumentieren. Das war eine kleine Geschichtsstunde. Achso, ja, haben wir doch gerade gesehen. Also ich habe jetzt hier die Nachricht offen, die wir gerade gekriegt haben. Geschichtsstunde Staffel 1 in der Chronik ansehen. Episode abgeschlossen. Ah ja, genau. Also das Ganze war halt Staffel 1. Also, ja, der lebendigen Welt, ne? Genau. Staffel 1 der lebendigen Welt. Irgendein E hat uns was geschickt. Ja, lies vor. Okay. Seltsame Vorfälle von E. Zoe Wolf. Ich bin mir bewusst, wie beschäftigt ihr seid, doch ihr habt bestimmt von den Gerüchten gehört, dass Scarlet einen der Drachen gestört hat.
Ich fürchte, dass die Gerüchte nicht ganz falsch sind. Meine Augen und Ohren in der Brisbane-Wildnis berichten von seltsamen Übergriffen in ehemals ruhigen Gebieten. Seht es euch selbst an. Ich hoffe, dass eure Neugierde euch zum Handeln veranlasst. E. Wer ist E? So, steht hier unten Anzeigen, da klicke ich jetzt mal drauf. Dann zeigt er uns, wo das ist. Die Brisbane-Wildnis, die ist da hinten, oder war ich noch nicht? Okay. Also mit dem Charakter zumindest noch nicht. Sucht nach Anzeichen von Aktivitäten in der Nähe. Bei mir zeigt er wo ganz anders hin. Hä? Alter. Kraftverbündete in Wildwurzel steht ja. Hier. Kehrt in die Stadt Wohlstand zurück, um nach weiteren Antworten zu suchen. Sprecht mit den Einwohnern der nahegelegenen Stadt. Bei mir. Trefft eure Verbündeten beim Seraphen-Außenposten in der Brisbane-Wildnis. Bei mir ist was anderes. Hm. Hä? Das Geheimnis von Wohlstand. Was ist das denn jetzt? Wieso habe ich was anderes? Geheimnis von Wohlstand? Das weiß ich nicht. Nunu? Tja, Scarlet Dings, wir haben meine Geschichte vorhin, also nicht vorhin, sondern vorher gemacht mit, hatte ich den Char dabei. Das haben wir gemacht und jetzt kommt Staffel 2 der lebendigen Welt. Pforten von Magoma müsste das erste sein, oder nicht? Ja, aber bei mir ist das anderes. Also ich habe das auch aktiv, aber mir steht trotzdem das Geheimnis von Wohlstand. Kehrt in die Stadt Wohlstand zurück, um nach weiteren Antworten zu suchen. Na, dann gehen wir da eben erstmal hin mit dir jetzt. Hä, was ist das für ein Blödsinn? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich in den Norden bin? Das hier, glaube ich. Hä, das ist ja schon in der Silberwüste quasi, in der neuen Karte, wo man eigentlich noch gar nicht hin kann. Da kannst du noch gar nicht hin, da stimmt bei dir irgendwas nicht. Mach mal kurz Pause, bitte. Ich möchte was gucken bei dir. Okay. Forschungsarbeit hier dürfte eine. Wer das getan hat? Na, weiß ich auch nicht. Will ich in den Chat schreiben. Habe ich schon. Also, ich habe einfach nochmal neu gestartet hier. Verlassen. Zack. Und so, starten. Und dann ist er von vorne. Schaut in eurem Posteingang nach. Ja, Anzeigen. Hoppla. Das hat er auch erst angezeigt und dann ist er direkt weitergesprungen zum nächsten. Die Wegmarke ist natürlich umkämpft. Ja, jetzt passt es. Trefft eure Verbündeten beim Seraphen-Außenposten. Okay. Wegmarke ist umkämpft. Ich hab da gar keine. Nur ganz oben eine. So, hier ist immer so viel Eisen. Ja, da will man immer alles sammeln, ne? Hm. Ach, Silber, nee, Silber will ich nicht. Na, ist egal. Egal! Nein, ich kann nicht widerstehen. Aber Eisen müsst ihr immer mitnehmen, wenn ihr die Möglichkeit Eisen habt, wenn ihr spielt. Braucht man als Handwerker praktisch fast immer und es ist auch immer relativ viel wert. Sehr wertvoll. Ich glaube, das wertvollste Erz. Auch wenn es nicht das höchste Tier ist vom Erz her. Ja, danach kommt ist noch. Das ist, glaube ich, das wertvollste, ja. Obwohl, Platin könnte auch. Könnte ja, noch wertvoller Platin sein. Platin ist auch relativ viel wert meistens. Platin Gold kommt nach Eisen. Dann. Ah, ne, Gold kommt nach Eisen. Das ist aber nichts wert. Dann kommt Platin. Das ist. Ja. Platin und Eisen sind am wertvollsten. Dann kommt Mithril. Und Orichalcum. Beide nichts wert. Kupfer ist aber auch manchmal was wert. Muss man gucken immer. Aber Eisen ist schon. Ja, Eisen ist eigentlich schon. Eigentlich immer relativ stabil. Zuckerli. Wert. Ja, das ist, muss einfach, ne? Ja, was so auf dem Weg ist. Press L.
Ich fühle mich stark. Also. Ja, oder die hier. Lottenmarion. Lotti Marion. War vorhin auch in Ohr. Komischerweise vor mir. Ja, vielleicht machen die das Gleiche. Oder macht die das Gleiche. Oh, ich ist gerade abgebogen. Hm. Oh, hier ist jetzt natürlich ein Event. Tötet die Dschungeldiener. Ach, das. Okay. Aber wir müssen hier rein. Sollen wir das einfach ignorieren und drüber weggehen so, oder? Können wir ja nicht. Kommen wir auch mit dem Drachen nicht drüber? Ich glaube nicht, nee. Doch? Nee. Doch. Nee, ich werde wieder rausgebeamt, okay. Man kommt zwar drüber, aber ich wurde wieder rausgebeamt. Ja, egal, dann machen wir das jetzt. Dann müssen wir halt das Event machen, ne? Kommen wir halt nicht drum rum. Ups, was mache ich denn da? Abmarsch! Machen wir das Monster fertig! Na, vorne. Hä? Also um nochmal zusammenzufassen, Scarlet hat Löwenstein angegriffen und hat Forschung zur Leylinie betrieben. Leylinienenergie, das ist so, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist so eine Art Energie, die halt in dieser Welt existiert, die auch zum Beispiel die Dings speist, die ganzen Wegmarken und so speist. Ja, genau. Und die hat die quasi überpowert. Und das ist bis hier in den Dschungel gefetzt und hat einen Altdrachen gestört. Genau, und hat den geweckt sozusagen. Und der hat jetzt Bock anscheinend. Ja, der nimmt Missionen auf, ne? Alles wegmachen. Erde reinigen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Nee, so weit sind wir noch nicht. So. Gehen wir auf der anderen Seite gucken. Los, schlagen wir die Kreaturen zurück und machen wir die Durchgänge passierbar. Was ist das denn da? Steuerpult. Aber um hier voranzukommen, müssen wir da erstmal rein. Die Ranken ziehen sich hier zurück, aber am anderen Durchgang scheinen noch Kämpfe stattzufinden. Also hier ist alles klar, muss bei euch irgendwo sein. Also hier sind Gegner. Ja, mach die mal weg. Ja, wir sind dabei. Also hier sind noch, ist noch jemand anders, der hier mitmacht. Ja, hier stehen schon zwei und warten. Und der NPC hat gerade gesagt, hier ist alles klar, am anderen Durchgang müssen noch Kämpfe sein. Ja, hier ploppen immer wieder welche auf. Warum auch immer. Na, will wer schummeln? Ach, ich wurde festgelingst, ja. Hä? Aber wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Hä, der konnte jetzt drüber fliegen. Der konnte ich vorhin auch und da wurde ich zurückgebeamt. Ja, er aber nicht. Achso, ich muss da vorne bleiben. Okay, das macht natürlich Sinn. Ich bin zurück. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ehre. So. Ich bin da, wenn noch. Ah, ich erinnere mich. Ja, stimmt. So, Eddie? Jo. Ich störe. Ich übernehme eure Nachtwache, damit ihr euch ausruhen könnt. Hört mal, Gluckenmutter. Lasst das Getue, mir geht's gut. Meine Gluckenmutter.
Seid ihr bereit? Gehen wir zu den anderen, ja? Na, was geht ab? Könnt ihr es spüren? Eine seltsame Stille liegt in der Luft, als wären nur die Mutigsten unter den Vögeln noch hier. Da sind die anderen. Wir warten hier auf sie und gehen dann rein. Was macht euer Bein, Braham? Hab es kaum gespürt. Bin prima durch die Ranken gekommen. Ihr seid viel zu besorgt um ihn. Er ist das ist so eine Stimme. Hat nie was anderes behauptet. Strange, ne? Was? Nichts. Ich will mal diesen Seraphen fragen, was hier eigentlich vor sich geht. Hat er die Stimme schon immer gehabt? Braham? Wir haben bisher mit Braham nichts zu tun gehabt. Im Deutschen. Stimmt, wir haben nur auf Englisch gespielt, ne? Mhm. Oh, warten wir. Lasst uns mit diesem Seraph da drüben sprechen. Jory und Cass kommen noch schon hinterher. Okay. Es passieren wirklich die wildesten Sachen. Man merkt, wie weit wir von der Zitadelle weg sind. Ich möchte eine Probe dieser lebendigen Ranken haben. Ich frage mich, ob es möglich ist, Hybriden zu erschaffen. Lass das mal sein, du. Lass mal den Quark. Mit Verlaub, Corporal. Sieht so aus, als hättet ihr da ein Problem. Das kann man wohl sagen. Wir müssen durch diese Ranken, aber sie sind unpassierbar. Wie wär's, wenn wir euch helfen? Das wäre großartig. Wir sind ein kleiner Expeditionstrupp. Was sucht ihr so weit von Götterfels entfernt? Wir verfolgen Schwarzmarkthändler, die hier entlang sind. Wir vermuten, sie kennen einen geheimen Weg dadurch. Na, sehen wir mal, ob wir euch helfen können. Dafür wären wir euch wirklich sehr dankbar. Delacroix, kommt einmal her. Delacroix. Noch eine Delacroix. Jawohl. Na, ich werd verrückt. Hey, Schwester. Dachte mir schon, das wäre euer Trupp. Ihr seid verwandt? Jawohl. Was macht ihr denn hier, Margie? Es gab Gerüchte, dass hier komische Dinge passieren. Das wollten wir uns ansehen. Es mit Scarlett aufzunehmen, hat euch wohl nicht gereicht für ein Leben. Lasst uns reden. Wir haben ein paar Informationen über das, was hier los ist. Inquestur! Timmy, was? Steigt an den Golem! Bleibt bei mir, Jory. Cass, das ist mein Spruch. Was will die Inquestur hier? Die sind wie Ratten. Tauchen auf, wo immer es Tod gibt. Geht ihr nach links. Cass und ich gehen nach rechts. Wir müssen sie hier aufhalten. Unser Außenposten hält keinem großen Angriff stand. Okay. Abhauen oder draufhauen? Die andere Delacroix. Abhauen oder draufhauen? Immer draufhauen. Die andere Delacroix. So. Das Zeichen hier. Erfolg. Niemand wird zurückgelassen. Hast du den Erfolg freigeschaltet? Nee, unten rechts steht das. Drei Erfolge irgendwie. Ach, die du noch kriegen kannst hier wahrscheinlich. Nutzt die aufgestaute elektrische Ladung der Golemiten, um ihren Meister zu überwältigen. Ah, was? Kommt gleich noch. Ich sehe cool aus. Sieht so voll unschuldig. Die hat auch rote Haare. Ah. Okay, wenn der. Da kommt wohl noch ein Golem. Und wenn man nicht von seinen Schockattacken getroffen wird, kriegt man Erfolg. Außerdem darf kein Seraph sterben, kriegt man Erfolg. Und wenn man es allgemein schafft, glaube ich, kriegt man nochmal einen. Obwohl, ich habe das ja schon gemacht, ne? Ich weiß es nicht. Also bei mir wird das nicht angezeigt. Ich sehe das gerade nicht mit den Erfolgen. Oder ich bin blind. Wahrscheinlich hast du die alle schon. Vielleicht. Ich
Okay. Alle Bändige Welt Staffel 2, was wir gerade spielen, habe ich auch noch nicht komplett gespielt. Da hatte ich nur die ersten Ereignisse, glaube ich, die ersten Episoden gespielt. Ah, okay. Also wir hatten das mal gemacht, aber wir haben nur ein paar gespielt. Weil ich glaube, ich Beherrschungspunkte brauchte für Heart of Thorns. Irgendwas war da, ja. Weil ihr könnt hier nämlich Beherrschungspunkte für Heart of Thorns sammeln. Um bestimmte Sachen freizuschalten. Wie das hier. Ah, geht nicht. Okay. Du meintest die Flügel, ne? Ja. Ja, die zeigen wir später noch. Das kommt noch. Erstmal kommt, glaube ich, der ganze Quatsch in der Silberwüste. Ja, es dauert noch ein bisschen, aber in der Story kann man sie halt erst einsetzen, wenn sie halt auch quasi erst verfügbar sind. Genauso wie die Mounts. Genau. Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Und das dauert. Dann könnt ihr euch noch auf ein paar Folgen freuen. Noch einige anscheinend, ja. Wenn wir alles machen, auf jeden Fall. Kommt ja gerade auch Nachschub. Genau, das auch noch. Die kommen ja nur von hier unten, ne? Die können nur von hier unten kommen. Theoretisch ja. Guck halt, ob die hier oben klarkommen. Ich will den Erfolg haben. Wieder eine Errungenschaft mehr. Ja, da kam sie. Wieder eine Errungenschaft mehr. Und da ist der Golem. Das ist ein Andenken an mich. So. Du machst das, ja. Ich darf nicht von seinen Schocks getroffen werden. Ich mach was? Den Golem platt. Okay. Aber irgendwie nutzt die aufgestaute elektrische Ladung der Golemiten. Wie macht man das denn? Das weiß ich nicht mehr. Müsste ich jetzt auch raten. Ja, ist da noch ein dritter dazugekommen? Volk? Hä? Lust zu töten steigt! Nein! Hilfe, Hilfe! Geh am besten weg! Ich glaub, die Kleinen. Oh. Oh, das ist nicht gut. Alles gut, bleib weg. Ich mach das schon. Hilf schon. Jetzt geht's. Hilf mir mal. Jetzt geht's. Nichts kann euch retten. Ich bin durchgefroren bis auf die Knochen. Man kann nie zu viele Schätze haben. Also in einen Erfolg habe ich bekommen, ganz ohne Schocks. Und wenn man es mit der elektrischen Ladung macht, keine Ahnung. Aber gut, was jetzt? Weiß ich nicht, sagen die uns das nicht? Das war aufregend. Ah, okay. Es ist lange her, dass ich euch in Aktion gesehen habe. Habt euch verbessert. Ich hatte auch eine Menge... Bam, läuft einfach weg da oben. Sieht aus, als hätten wir fast alle Ranken beseitigt. Geht ihr mit uns weiter? Ja. Wir wollen sehen, was auf der anderen Seite ist.
Ihr habt doch nichts dagegen? Dass ihr mitkommt? Große Götter, nein. Ich sehe euch ja sonst viel zu selten. Mal sehen, ob ihr noch so denkt, wenn ihr ein paar Tage mit uns unterwegs wart. Da steht ein Wauzi. Das ist meiner. So. Das ist mein Miniaturgarn. Ich habe eine Mission für euch. Lauft rasch zurück nach Fort Salma und erstattet Bericht. Überwacht die Postierung von Soldaten, um die Ranken in Schach zu halten und uns den Rückzug offen zu halten. Ja, Corporal, ich hole meinen Kram und bin weg. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Im Laufschritt, Seraphin. Jawohl, Corporal. Mhm. Wieso wird meine Miniatur eigentlich nie angezeigt? Schon gut. Das war nicht mal ausgestellt. Schade, dass ich nicht mit kann. Versprecht mir, dass ihr auf dem Heimweg nach Fort Salma kommt und erzählt, wie es war. Mach ich. Sagt Mama, dass ihr mich gesehen habt, ja? Damit sie sich weniger sorgt. Ist gut. Ich muss jetzt los. Mama. Ich auf, hört ihr? Hab euch lieb, Schwester. Na klar. Ich euch auch. Belinda, es war schön, euch wiederzusehen. Oh, fand ich auch. Wiedersehen. Guck dabei weg. Die Inquestur ist ein brutaler Gegner. Sie haben absolut kein Gewissen. Wir sind hier, um uns um Diebe zu kümmern, die den Schwarzmarkt beliefern, aber die Inquestur hält uns von unserer Arbeit ab. Ah ja. Ich bin bereit, das Gebiet hinter dem Gebirgskamm zu erforschen. Oha. Oh ja, und da hinten geht's auch weiter. Man braucht gar nicht rausgehen. Aber, liebe Leute, das soll es für den ersten Part gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dabei sein. Und dann bis zum nächsten Part der Lebendigen Welt Staffel 2. Tschüss. Tschüss.